Herzlich willkommen beim Whisky Wichser. Der Patient des heutigen Tages ist der Springbank Green, 13 Jahre. Green, grün verbindet man mit Natur, mit der Umwelt. In dem Fall sehr passend, denn der Whisky ist aus ökologisch angebauter Gerste hergestellt. Ja, Springbank ist eine Brennerei in Familienbesitz der Familie Mitchell. Sehr traditionell eingestellt. Ich glaube, in der ganzen Brennerei gibt es nicht einen Computer. Vielleicht im Visitor Center einen wegen der Kasse. Aber an sich sind die ganzen Abläufe innerhalb der Brennerei noch per Hand gemacht. Da wird die Gerste angebaut, gedarrt. Die Flaschen werden in der Brennerei abgefüllt, Etiketten draufgeklebt und so weiter. Zwei Marken sind ja neben Springbank noch am Start, nämlich der Longrow und der Hazelburn. Und probiert habe ich von Springbank schon den 10-jährigen und den 12-jährigen Cask Strength. Oben mal die Links und den Longrow CV. Ja, ich bin gespannt. Der ist 13 Jahre alt, in ehemaligen Sherryfässern gereift zu 100%. Es gibt noch ein Gegenstück, nämlich den 12-jährigen Springbank Green. Der ist dann ausschließlich in ehemaligen Bourbonfässern gereift. 46 Volumenprozente, nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert, so wie es meiner Meinung nach sein sollte. Ja, wenn man den trinkt, wird man nicht schwanger, ne? Von der Farbe her, für 13 Jahre im Sherryfass fällt er nicht zu dunkel aus. Es ist ein ja, leicht dunkler Goldton. Ein Bernstein ist es noch nicht. Springbank sagt man immer so eine leichte Rauchnote nach. Mal gucken, wie stark der Rauch hier ist. Ich bin gespannt. Okay. Riecht sich anders. Also ich habe hier drei Sachen ganz markant. Das ist so ein Dreigestirn, das das Aroma jetzt erstmal trägt. Und zwar ist das so ein leichter bis mittelstarker Rauch. Und zwar so ein quarziger Rauch, wie ich es oft bei Bowmore habe. Dann habe ich hier so naturtrüben Apfelsaft. Und eine richtig herbe, leicht bittere Malznote. Und das Malz, das wird jetzt von Mal zu Mal, je mehr ich rieche, stärker. Deckt jetzt schon den Rauch zu. Und riecht jetzt so ein bisschen wie so ein... Ja, der Apfel, der Apfelsaft, der schwenkt jetzt so ein bisschen um in so Trockenapfelscheiben. Riecht auch ein bisschen wie so, ja, so Cockpitpflege. Daran erinnert es mich. Gibt es ja von, ich glaube von Sonax, gibt es die in Vanille, Apfel, Orange. Und wie diese Cockpitpflege Apfel, so riecht er. Also der Apfel ist es von der Fruchtigkeit her in mehreren Variationen, sei es in Form von Cockpitspray oder von den getrockneten Apfelringen. Aber das Malz, das ist schon echt kräftig. Und weil es eine gewisse Herbe mitbringt, macht er den ein bisschen, ja, ein bisschen anders. Also ist kein typischer Springbank. Die 46 Volumenprozent, die haben richtig Dampf. Beim Runterschlucken, so der erste Antritt auf der Zunge war gefühlt um die 50%. Vom Geschmack her ist es jetzt nicht so der Apfelsaft. Da gibt es diese Gummibärchen, diese gezuckerten grünen Gummibärchen-Apfelringe. Die sind 1:1. Ja? Also hat im Geschmack nicht unbedingt diese Herbe, die er in der Nase hatte, sondern eher eine schöne Süße. Ein bisschen Ingwer ist da. Ja. Und der erste Antritt, der war echt heftig. Rauch hatte ich jetzt nicht viel. Beziehungsweise ich habe nicht drauf geachtet. Also viel Rauch war es nicht. Der Abgang mittellang bis lang ist immer noch was da. Eiche ist spürbar. Keine Bitterkeit. Der erinnert mich von der Nase ein bisschen, hat er mich schon am Anfang, auch aufgrund von dem Rauch, ein bisschen an den Bowmore erinnert, an den 17-jährigen White Sands. Ich blende euch da oben mal den Link ein. Ist zwar eine komplett andere Brennerei, aber weil die so vergleichbar sind, blende ich euch trotzdem den Link ein.
Apfel schwenkt jetzt wieder um vom Cockpit-Spray in so einen ranzigen Apfel. Hatte ich bei dem Bomo auch, hab's dann so beschrieben wie mehrere Apfelbäume, und wenn die keine erntet, dann fallen die dann irgendwann faul runter und liegen dann da halbmadig schon am Boden. Und dieses, ja, leicht modrige Apfelaroma, das ist es hier, ne? Der Rauch ist eigentlich weg. Beziehungsweise mischt sich jetzt da ein und sorgt halt für die komplexeren Aromen. Ja, ein bisschen Süße. So Süßkram. Riecht ein bisschen für mich so wie so Orangenlutscher. So Lollis. Chupa Chups oder was es da so gibt. Jetzt die 46 Volumenprozente angenehme, nicht mehr so aggressiv wie beim ersten Mal. Wieder diese Gummibärchen-Apfelringe, auf jeden Fall. Vom Rauch auch so ein quarziger Rauch, so nassfeuchter Rauch, so schwelend. Immer schwer zu beschreiben, wie riecht quarziger Rauch. So, ja, so Schwelbrand. Bisschen der Ingwer. Mhm. Aber ist bemerkenswert. Also die Frage ist, was das für Sherryfässer waren, in denen der Reif der Oloroso schließe ich schon mal komplett aus, weil diese Dunkelfruchtigkeit, die Oloroso-Sherryfässer eben so an den Whisky weitergeben, die finde ich hier gar nicht. Ich weiß, irgendwie so Amontillado oder Amoroso Sherry. Irgendwas, was auch heller oxidiert, ne? Ja. Ja, interessantes Teil. Gerste aus ökologischem Anbau. Ein grüner Whisky, wenn man so will. Preislich liegt die Flasche bei 75 Euro für einen 13 Jahre alten Single Malt Whisky. Sicherlich eine Stange Geld. Aber Springbank hat durchaus seine Liebhaber. Und die Flasche wird natürlich jetzt mittlerweile auch für die Sammler interessant, denn die ganze Geschichte ist limitiert. Ja, das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und natürlich beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Haut rein!